Heute für euch die 8 ältesten Lifehacks aller Zeiten. Los geht's! Nummer 8. Mit einem Tuch oder Schwamm ist es sehr mühselig, eine Flasche von innen zu säubern. Einfacher geht das mit Sand und Wasser. Füllt dazu mithilfe eines Trichters etwas Sand und Wasser in eine Flasche, schließt den Deckel und schüttelt sie anschließend ordentlich durch. Der Sand löst dabei die Verschmutzung aus der Flasche. Anschließend müsst ihr die Flasche nur noch ausspülen und fertig. Weiter mit der Nummer 7. Wenn ihr in der Schule euer T-Shirt mit Tinte verschmutzt habt, legt es, um den Fleck zu entfernen, einfach in Milch ein. Nach ein paar Stunden ist der Fleck verschwunden. Nummer 6. Wenn eure Eier beim Transport beschädigt wurden und ihr nicht wollt, dass das Eiweiß beim Kochen aus dem Ei läuft, dann gebt einfach vor dem Kochen etwas Essig ins Wasser. Der Essig verhindert das Austreten und ihr könnt euer Ei ganz normal kochen. Und die Nummer 5. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr gerade Butter oder Margarine vor euch habt, reibt einfach ein wenig davon auf ein Blatt Papier und zündet es an. Butter wird nun sehr angenehm riechen, während Margarine einen eher unangenehmen Geruch erzeugt. Weiter geht's mit der Nummer 4. Es passiert einfach immer wieder. Aufgrund von Platzmangel im Regal stellt man zwei Gläser zusammen und bekommt sie anschließend nicht mehr auseinander. Ein sehr einfacher Weg, um die beiden Gläser wieder voneinander zu trennen, ist, in das obere Glas kaltes Wasser zu füllen und dann das untere Glas in heißes Wasser zu stellen. Hätte ich das mal früher gewusst. Weiter geht's mit der Nummer 3. Damit eure Streichhölzer auch bei Wind nicht ausgehen, ritzt vor dem Anzünden solche Schnitte in das Streichholz. Die Flamme wird nun größer und kräftiger brennen. Und die Nummer 2. Wenn ihr beim Reinigen des Backofens auf ätzende Chemie verzichten wollt, nehmt einfach eine Schale und befüllt sie mit Wasser, Zitrone und Salz. Stellt jetzt die Schale in den eingeschalteten Backofen und wartet circa eine Stunde. Die meisten Verschmutzungen lassen sich nun ganz einfach abwischen. Und die Nummer 1. Damit ihr das Trinkwasser eurer Kaninchen, Katzen oder Hunde nicht immer wieder nachfüllen müsst, gibt es auch hier einen alten, aber ziemlich coolen Lifehack. Schraubt eine Holzplatte an ein Brett und befestigt mit Heißkleber eine Flasche daran. Füllt nun die Flasche mit Wasser und stellt vorsichtig eine Schüssel darunter. Sobald nun Wasser aus der Schüssel getrunken wird, läuft es automatisch aus der Flasche nach. Ziemlich praktisch. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres Lifehacks-Video anschauen, auch sehr interessant. Dazu einfach in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.